ist Horst Schneider. Horst Schneider ist der Komponist des Metzeliens. Und er wird das Lied gleich hier live mit seiner Quetschkommode performen. Horst, wann hast du das Ding komponiert? 1978. Wie bist du drauf gekommen? Ja, weil dann der Initiator, beziehungsweise der Ideengeber war der Fritz Walter. Der hat mich tatsächlich ein bisschen angeheizt, da musste ja mal was passieren und so ist es. Horst, wie lange hast du gebraucht für die Komposition? Von der ersten an, was ich startet habe. Wenn man auf dem Bett sitzt und macht es dann auf dem Rückweg, dann ist man so motiviert, dass einem die Texte gerade so einfallen. Wenn du die Jungs so spielen siehst, läuft ja richtig prima. Wie gefällt dir das, was du von deinem FCK siehst? Ja, ich saß immer wieder super drauf. Und ich glaube, es gibt auch niemanden, der zweifelt, dass wir aufsteigen. Sehr gute Ansage. Und jetzt für euch Horst Schneider mit den Metzeliens. So, und ich gehe davon aus, dass ich dazu recht viel Unterstützung kriege. Hinter unserer Mannschaft stehen. Wenn am Schluss wir dann noch Sieger sind, dann wird es allen klar. Solange es in Deutschland Fußball gibt, gibt es auch den